Wo kommst du her? REWINFID. Schön durch die neue Nachbarschaft zu fahren nach einem anstrengenden Arbeitstag. Neue Tankstelle, die neuen Häuser. Ach ja, ich liebe es, weil. Was ist das denn für ein hässliches Kind? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Was zum Teufel? Naja, wie dem auch sei. Ich bin froh, auf jeden Fall zu meinen zwei Kindern zurückzukehren. Den Rest hat das Jugendamt mir weggenommen, die Wichser. Nicht erziehungstauglich haben sie mich genannt. Bastarde. Kinder, ich bin zu Hause von der Arbeit. Papa hat Geld mitgebracht. Wieso steht eigentlich schon wieder die Haustür offen? Aua. Kinder? 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 Hört auf! Hört auf! Oh mein Gott! Stein! Stein, warum bist du so fett geworden über den einen Tag, wo ich jetzt weg war? Lukas? Ja? Ich sehe, deinem Ärmchen geht's immer noch nicht besser. Ich hab nur rechts trainiert. Hier, Lukas, ich hab dir noch ein paar Süßigkeiten mitgebracht. Lukas, iss das jetzt, sofort. Lukas! Ich hab gar keine Hunger! Es wird nicht diskutiert! Du läufst jetzt rum, bis du Hunger hast, du Wichser! Stein? Hey. Hast du Hunger? Ich hab Fisch. Ja, dann guten Hunger. Lukas? Ja, ich hab. Lukas, was mit deinem. Lukas. Ah, jetzt. Los. Lecker, so, Lukas, jetzt komm her, Lukas, komm mit. Papa, mir einfach Stein, hör auf, komm. Papa, mir schwindelig. Lukas, komm hier hoch, komm. Stell dich hier hin, Lukas. Papa, stell dich da hin. Papa. Scheiße, Alter. Ah, Stein! Du Wichser! Stein? Soll ich die Waffen wieder aus dem Schrank holen? Okay, Kinder, also. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir im Neubaugebiet wohnen, das hinten angebaut worden ist, Kinder. Hä? Lukas, gib's der Tür, du fettes Stück Scheiße. Ah, Lukas, kommst du noch mal kurz mit, bitte? Komm, Lukas. Papa, ich war heute brav. Es ist mir egal, was du warst. Ich hasse dich trotzdem. Du hast mein Leben zerstört. Rein da, Papa, los! Deine Pflegekosten sind zu hoch. Rein da jetzt! Aua. So, alles klar. Stein? Lukas, wenn du dich jetzt auch umbringst. Lukas, du bringst jetzt. Lukas, wenn du dich umbringst. Lukas, auch. Also, Kinder. Ich mache uns jetzt erst noch was Kleines zu essen, dann fahren wir gleich einkaufen. Wir müssen nämlich dringend einkaufen, der eine Kühltruck ist schon ganz leer und ich habe auch keine Waffen mehr im Haus, Kinder. Und ihr wisst ja, ein guter Vater hat immer zwei Schrotflinten unterm Bett. Was ist... Wow. Wo kommst du her? Hey. Was bist du? Was bist du? Ich bin der Neue. Ja, ich bin das neue Kind vom Jugendamt. Ich bin das Testkind. Es regnet. Ja, danke, Papa. Kein Punkt Abzug, ne? Soll ich dir was erklären? Also, die Rangordnung ist folgende, okay? Ja. Eins, zwei. Okay? Du fress ein, Lukas! Raus! Egal, Lukas, setz dich bitte hier auf die Schaukel. Papa, Stein, Lukas, hier auf die Schaukel. Okay. So, ihr beide kommt mit rein. Lukas bleibt draußen. Kommt, es regnet. Papa, gerade. Es regnet. Okay. Ja, kommt rein, Kinder. Kommt rein. Komm. Spike, komm auch mit rein. Der Hund muss mit rein. Komm, der Hund muss mit rein. Komm. Ja, komm, bevor der nass wird und kriegt er eine Erkältung. Lukas, bleibst du kurz draußen, ja? Papa, aber der Hund darf auch rein und ich nicht. Richtig. So, Kinder, ich mache euch ganz kurz was zu essen. Gleich fahren wir gemeinsam einkaufen. Was? Kinder? 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 Was? Da muss ich ja hin. Wie heißt du überhaupt, kleiner, fetter, missgebildeter Mensch? Hallo? Raus jetzt! Papa, aber das ist so geil. Lukas! Lukas, raus! Papa, der Regen hat meinen Kopf schon ganz sauer. Wie heißt du denn, Kleiner? Hallo, bleib hier. Karl. Ja. Was ist denn mit deinem Bein passiert? Weiß nicht. Wieso krieg ich vom Jugendamt immer nur verkrüppelte Kinder? Nein, Stein, mach auf. Gut, Kinder. Das liegt an ihren früheren Kleidern, die sie da abgegeben haben. Schau, Karl, ich habe einen Drehstuhl, guck. Papa dreht sich wie ein Großer mit seinen Brüsten. Karl, komm mal her, mach mal den Papa glücklich. Okay. Ja. Gut so? Ja, mhm. Lukas, es regnet. Ja. Also, Lukas, Papa. Du, wenn wir mit der Familie spielen, gehst du zurück in den Keller, runter, komm. Aber, so, Karl, ich zeig dir mal ganz kurz, wo der Lukas wohnt. Der hat draußen einen Schuppen gehabt, Familie. Da ist der aber immer raus. Lukas, rein da jetzt. Rein, Lukas. Oh, nicht schon wieder. Rein. Aber, so, und jetzt ziehen wir hier den Hebel. So, pass auf, der Lukas, der hat auch wieder Spaß drin. Super. Kinder, ich habe auf jeden Fall heute 52 Euro verdient auf der Arbeit. Das ist nicht viel, aber es reicht für dieses Vorstadthaus. Wir können... Papa. Lukas, das reicht mir jetzt! Aber es regnet. In den Pool mit dir! Ich hoffe, dass der Blitz einschlägt, du Wichser! Wir müssen auf jeden Fall gemeinsam einkaufen fahren. Kommt ihr alle mit, auch du, Lukas. Das Jugendamt hat gesagt, ich soll ein bisschen besser mit dir umgehen. Okay, so. Papi. Wir fahren kurz einkaufen. Karl, ich hoffe, du fühlst dich hier wohl bei uns. Ja, mega, super, ja? Familie. So, Lukas, läufst du bitte dem Auto hinterher, ja?
Lukas, du rennst dem Auto hinterher jetzt, komm. Alle ins Auto außer Lukas, alle ins Auto außer Lukas. Papa, so schnell kann ich gar nicht laufen. Das ist mir egal, Lukas, beeil dich, komm, los. Papa. Lukas, lauf dem Auto hinterher jetzt, komm. Ja, ich lauf doch schon. Du bist viel zu langsam, Lukas. Ja, oh, Lukas, hoffentlich verlierst du uns nicht. Oh, 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 oh. So, Lukas, wir treffen uns an der Tankstelle, es regnet ja gerade zum Glück nicht, ne? Ich weiß nicht, wo die ist, Papa, ich das ist mir rein. Egal. Achtung, so, park hier ganz kurz, hab getrunken, tut mir leid, Kinder. Lass das Auto mal weiter, Kinder aussteigen. Oh. Guten Tag. Hallo? Hallo. Sie sehen aus, wie mein Kind aus das Jugendamt mir weggenommen hat. Ich. Krieg. Kalte Krieg. Russe. Schön, dass jetzt hier eine Tank... Danke, ich trinke gerne, um die Schmerzen zu... Die Fresse! Papa! Haben Sie... Alpha... Karl! Gib das her! Ich will damit spielen! Nein! Für euch jetzt... Hallo! Für euch nicht! Nein! Ich bin vom Jugendamt, okay? Hör auf, Karl! Kinder, gebt mir jetzt alle Waffen, mir sonst... ich muss uns euer Inventar klären. Gebt mir echt mal die Waffen. Es tut mir, wie gesagt, leid mit Ihrer Tankstelle. Da kommt die Versicherung für auf. Was kostet das jetzt hier eigentlich? Tut mir leid. Kein Problem, Sir. Die Tankstelle 3 Euro. Hier, bitteschön. Ich gebe Ihnen einfach ein bisschen mehr. Kinder, ich muss da ganz kurz Essen kaufen vorne. Vorsichtig hier. Ich nehme hier was raus. Papa? Ja? Papa? Limo? Ja. Der fässt mich an. Wer? Der Mann da. Ah! Der was Limo für dich. Hey, der ist doch ganz lieb. Ich hab mir gerade Flaschen gegeben mit seinem Sperma. Guck mal hier. Das ist Limo. Oh, lecker. Das ist kein... Das schmeckt Lukas, nicht Limo, du kriegst keine Liebe, Fixe. Ist das klar? Aber was? Fixer. Lukas? Papa! Kommst du mal bitte raus, Lukas? Nein, Papa. Komm raus. Lukas. Stell dich mal bitte hier vorne auf die Veranda, Lukas, da oben, ja? Lukas, gehst du bitte da hoch jetzt? Ja, Papa. Lukas, hoch da jetzt! Du hast dafür gesorgt, dass meine Facecam ausgegangen ist, Lukas. Ich bin ins Loch gefallen. Kinder, beruhigt euch bitte, okay? Hallo, es reicht, okay? Ah, okay. So, Lukas, warte. Perfekt, dankeschön. Super. Wo ist denn der nette Kinder, Mann? Gib mir. Hallo, gib mir. Gib mir die Handgranate. Gib die Handgranate zurück. Nein, hör auf! Karl, das kostet Geld! Ich habe gar nichts gemacht, okay? Ich Karl. Geschubst. Ich wurde gerade geschubst. Ich wurde gerade von dem Boden hier geschubst. So, du gibst mir auch deine Sachen. Hallo, gib die Sachen jetzt her, du Wichser! Einfach schnell stehen! Papa! Ja, was denn? Ja, ich geh jetzt mit dem Mann mit, okay? Ja, ist ja kein Problem. Ich geh noch weiter ein bisschen einkaufen in der Schankstelle. Da, wo das herkommt, okay. Da gibt's noch viel mehr, mein Kleiner. Ja, natürlich. Ja. Ja, klar, okay. Das wäre super. Papa, Lukas! Lukas, okay. Hör auf jetzt! Kann ich nicht. Warte mal. Ganz kurz. Hat jemand Karl gesehen? Hier steht ein Hilfe! Weißer... Ja? Hi, Karl. Hilfe! Hi, Sir. Was der fässt mich an! Ja, ist ja super. Das finde ich also super, dass sie mir... Gefällt, aber trotzdem. Ich finde das gut, dass sie mir ein Kind abgenommen haben. Können Sie sich den hässlichen Hawaii vielleicht nehmen? Ja, bitte, den. Können Sie mir noch 5 genau Euro draufgeben? Warten Sie hier. 1, 2, 3, 4, 5. Lukas, du wohnst jetzt bei den Pädophilen. Los. Papa, ich hab dich... Rein, halt die Fresse! Okay. Kinder, wir fahren nach Hause. Komm, ich hab das Auto hier professionell in der Veranda geparkt. Ich komm mal wieder. Das liegt mir mit Schwanz gelutscht, okay? Ja. Perfekt. So. Hallo. Ja, was machen wir? Pack ihn ein. Papa! Sir, ich hab aus Versehen mein Auto bei Ihnen in den Springbrunnen gefahren. Ah, das geht schon. Kinder, seid ihr alle im Auto? Ich nehme das Auto vom Pädophil. Super, ah, das fährt nicht. Wo ist der Lukas? Papa! Der ist beim Pädophilen! Meint ihr, der stirbt da? Ich hoffe. Na, natürlich super. Kinder, geht ihr ganz kurz hier nach Hause? Oder? Lukas? Der wollte mir böse Sachen antun, was Papa. Machst du hier? Papa, ich bin weggelaufen! Du solltest bei dem Boden bleiben! So, Kinder, wir vernageln jetzt unsere Tür, damit Lukas nicht mehr reinkommt. Kommt! So, kommt her. Kommt. Komm rein, Alphastein. So. Gut hast du das. Alphastein, stellst du dich bitte ans Fenster an. Sobald der Lukas kommt, auf ihn schießen, ja? Darf ich auch? Bitte? Ja, hier, warte, hier. Ich will auch Familienspaß. Natürlich, hier, klar. Ah, super. Ich habe für dich eine Barrette. Dankeschön. Bitteschön. Ne? Einfach, wenn der Lukas kommt, schießen. Ich nagel so lange die Fenster zu. Sehr gut. Sir? Ja. Das Kind ist nicht zu gebrauchen. Ich möchte Karl wieder. Raus aus meinem Haus. Raus! Raus! Ich bekomme dafür. Raus! Papa! Wichser. Denk dran, Kinder, alle Fenster müssen vernagelt werden, damit der Lukas bloß nicht mehr reinkommt. Okay? So, alle jetzt mal mit zur Tankstelle kommen. Also, Lukas, pass auf, ja? Ja. Ich gebe dir deine letzte Chance, dich als Sohn zu beweisen, okay? Ja, Papa. Wenn du jetzt keine Scheiße brauchst, Lukas, kommst du wieder in den Dunstkreis der Familien, okay? Ja, bitte, Papa. Also, Freunde, ihr wisst vielleicht, dass wir hier einiges an neuen Nachbarn haben, okay? Ja. Und Lukas, ich habe jetzt eine kleine Aufgabe für dich. Okay. Stell dich jetzt einfach gleich auf die Tankstelle, okay? Ja. Und die anderen beiden, die werden dir zuschauen. Sir, sie, wie gesagt, für ihre Tankstelle, da kommen wir schon für auf, okay? Das tut uns wirklich wahnsinnig leid.
Aber schöne Garage haben sie, wo sie wohnen. Kein Problem. Kein bisschen gruselig. Lukas, ich möchte anmerken, ihr Sohn hat meine Garage angezündet. Ist kein Problem, das passiert manchmal. Lukas, stell dich bitte genau hier hin. Hier, ja? Warum denn, Papa? Lukas, stell dich genau dahin, das ist gar kein Ding. So. Kinder, pass mal auf. Kinder, wartet. Ah, ja. Alphastein, gibst du mir das mal gleich ganz kurz? Lukas, bleibst du ganz kurz da stehen, ja? Ja, Papa. Super, Lukas, pass auf. Dann kümmern wir uns direkt darum. Lukas, komm, Papa, du musst einfach mal das Leben genießen. Lukas, mach's gut, ne? Auf Wiedersehen. Tschüss, Lukas. Super. Ja. Ja, geil. Das, ich glaube, dass... Eine Frage. Ja. Wer bezahlt meine Tankstelle? Ja, Kinder, dann gucken wir mal ganz kurz, wie der kleine Krieg sich ausgewirkt hat, den wir da angefangen haben. Ja. Oh, guck mal, Papa. Hier ist ein Loch im Boden. Was kann ich für Sie tun? Ja, dann würde ich sagen, tschüss, ne? Ey! Nein! Tschüss!